Mike Krack. Mike, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für uns. Ein Back-to-Back-Rennen ist es, große Anstrengung, aber ich glaube bei euch mit sehr, sehr viel positiver Energie. Ihr habt eine gute Bilanz gehabt in Singapur, ein 6. und ein 8. Platz von Sebastian Vettel und Lance Stroll. Wie befreiend oder wie schön war denn dieses Rennergebnis für euch? Ja, das war wichtig, dass wir alle mal ein Lächeln wieder im Gesicht hatten. Wir hatten ja viele, viele Rennen, wo wir einen Punkt, zwei Punkte hatten, ich glaube 7 oder 8 Mal hintereinander. Und das ist schon frustrierend, weil du bist halt immer da, aber du holst halt nie die richtigen Punkte. Und in diesem Fall konnten unsere Fahrer jetzt durch eine fehlerlose Performance, muss man wirklich sagen, es heimbringen. Und dann war es nicht nur ein Punkt, sondern mal 12. Ja? Und das hat uns natürlich geholfen, jetzt auch in der Konstrukteurs-WM ein bisschen weiter nach vorne zu kommen. Und wir freuen uns natürlich auf die letzten Rennen, weil wir sind im Aufwind. Auto haben gut Fortschritte gemacht in den letzten Wochen. Und von daher glaube ich, dass wir auch eine Chance auf Punkte hier haben können. Du hast es gerade gesagt, in der Konstrukteurs-WM hat euch das richtig viel gebracht. Wir haben da ein bisschen was vorbereitet, eine kleine Fieberkurve nämlich auch. Wie schnell es dann geht, wenn eben die richtigen Plätze eingefahren werden, dass ihr einfach einmal direkt an AlphaTauri und an Haas vorbei seid. Hier haben wir euch im direkten Vergleich Aston Martin mit Haas. Aston Martin klarerweise grün, Haas ist weiß. Langsam aber stetig, könnte man sagen. Und dann im richtigen Moment zugeschlagen. Und ihr seid jetzt eben 3 Punkte vor Haas und AlphaTauri auch. Ist das jetzt eine Tendenz, die du sagst, ihr auch weiterführen könnt? Ja, also es ist ja noch jemand auch vor AlphaTauri und das ist Alfa Romeo. Die sind auch noch in Reichweite, würde ich sagen, wenn wir da dranbleiben, genau. Und da werden wir alles geben für. Natürlich dürfen wir auch nicht jetzt übermütig werden und realistisch bleiben. Es kann auch ganz schnell wieder umkehren, dass wir wieder zurückfallen mit einem DNF doppelt am Sonntag und dann andere Punkte. Und dann geht es auch schnell wieder in die andere Richtung. Aber ich glaube, den Trend können wir schon erkennen. Wir waren da immer jetzt dabei. Unser Ziel war immer, an die Spitze von diesem Mittelfeld zu kommen, was so eng beieinander ist. Und das haben wir, glaube ich, mittlerweile geschafft. Aber wir müssen es jetzt auch nach Hause bringen. Mhm. Gibt es da jetzt auf den zukünftigen Rennstrecken, die jetzt noch kommen, irgendwelche Strecken, die eurem Auto speziell entgegenkommen? Oder ist es einfach, man versucht jetzt das Momentum mitzunehmen und da dran zu bleiben? Nee, die Strecken sollten uns eigentlich alle liegen. Wir sind froh, dass wir Monza hinter uns haben, weil das war echt der Ausreißer, das wussten wir, bevor wir hingehen. Und das war ja dann auch dementsprechend. Also von daher sind wir positiv. Alle Strecken sollten eigentlich im Auto liegen. Generell, wie schaut es denn aus? Ich habe gerade zu Beginn gesagt, ein Back-to-Back-Rennen, erst Singapur, dann Japan. In Singapur versucht man nur ein bisschen so in der europäischen Zeit zu bleiben, was ja Nachtrennen ist. Wie läuft es auch im ganzen Team ab? Hat der Jetlag jetzt hier in Suzuka zugeschlagen bei allen oder haben alle ein bisschen der Zeit zwischendrin genießen können? Wie ist das bei euch? Ja, ich glaube, das Ergebnis hat geholfen, das ein bisschen zu überwinden. Aber es ist schon anstrengend. Wir haben da im Team schon einige, die echt Probleme haben mit Schlafen. Wir mussten auch einen heimschicken, der jetzt in den letzten 3 Tagen fast nicht geschlafen hat, weil er halt einfach sich nicht so gut umstellen kann. Wir müssen das auch besprechen mit den Organisatoren, weil es ging ja schon sehr, sehr spät dann auch in Singapur, auch mit dem Verschieben und dann hier mit einem komplett anderen Zeitplan. Also da ist der eine oder andere schon am Zahnfleisch. Der eine oder andere von uns, ich gehöre dazu, wir haben versucht schon in Singapur uns ein bisschen umzustellen, so ein bisschen so jeden Tag ein bisschen früher aufstehen, auch wenn es hart war, damit man hier nicht so unter die Räder kommt, weil es ist echt hart, also ihr wisst es ja auch. Es ist eine Rundum-Vorbereitung, kann man sagen. Genau. Nicht nur da aufs Rennen. So, und jetzt kommt man hierher und wie gesagt, erstes freies Training, schaut mal, jetzt aktuell schaut schon ein bisschen besser aus, heute Morgen hat schon den ganzen Vormittag geregnet, was erwartet ihr? Wird gefahren werden oder was ist auch eure Taktik? Ja, also es gibt ja auch eine Chance, dass es am Sonntag regnet. Und von daher, wir werden auf jeden Fall die Session nutzen, um uns da vorzubereiten auf möglichen Regen am Sonntag auch. Und vielleicht wird es auch ein bisschen weniger über den Nachmittag. Und wir haben ja noch den Reifentest, der eigentlich vorgesehen ist. Wenn es abtrocknet, müssen wir den fahren. Und wenn wir ihn auch fahren, und wenn nicht, können wir die Zeit auch nutzen, um uns weiter vorzubereiten auf Sonntag. Aber egal, ob trocken oder nass, wir werden auf jeden Fall fahren und versuchen uns bestmöglich vorzubereiten. Ist man da ein bisschen limitiert, aber auch mit den Regenreifen, wenn man jetzt sagt, okay, Sonntag könnte vielleicht auch nass werden. Also muss man da ein bisschen haushalten auch mit den Reifen? Ja, das muss man schon. Auf der anderen Seite ist es auch immer gut, wenn du bei deinen Viersatz-Inters, wenn du da einen Gebrauchten dabei hast. Weil im Quali, wenn wir ja keinen brauchen, nach aktuellem Wetterbericht. Und du hast gesehen, auch in Singapur sind einige auf gebraucht, einige nicht gebraucht. Lewis war ja auch ganz laut, wollte Gebrauchte haben. Also von daher, das ist nicht immer hundertprozentig klar. Und hier mit den, wenn du kennst es, die Assis, wenn das Auto sich da bewegt, ist es auch nicht so schön. Ja. Und wenn du dann einen Gebrauchten in deinem Kontingent hast, ist es nicht unbedingt von Nachteil.
Also intensives Wochenende auf alle Fälle. Eine Frage, die natürlich auch an diesem Wochenende gestellt werden muss. Wir haben gehofft, dass es eine Klärung gibt an diesem Mittwoch bezüglich des Budget Caps. Red Bull Racing ist dann natürlich im Hauptfokus, aber Aston Martin ist auch immer wieder genannt worden. Was ist bei euch der Status quo und wie anstrengend ist, dass diese ganze Thematik jetzt auf Montag verschoben worden ist? Ja, das Problem, halt, was du da hast, ist einfach der Fokus. Ja? Es werden irgendwelche Spekulationen werden gestreut oder Gerüchte und das hat immer einen Effekt aufs Team. Ich meine, wir haben gesehen, bei Maxi ist auch nicht alles sauber gelaufen, rund gelaufen, da gab es ein Problem mit dem Benzin und so weiter. Das sind alles Dinge, die wirken sich auf die Mannschaft, weil jeder liest das Internet, jeder schaut sich die ganzen Webseiten an und es ist eigentlich schade, dass solche Gerüchte gestreut werden. Wir haben ganz normal unsere Sache abgegeben, unseren Bericht abgegeben, sind da auch in Gesprächen mit der FIA und wir waren auch überrascht, dass wir jetzt da genannt wurden. Also von daher, wir warten auf das Ergebnis und dann schauen wir weiter. Dass dieses Thema dann hoffentlich abgehakt ist. Dann sage ich vielen, vielen Dank. Genau, lass uns über den Sport sprechen. Genau. Und vor allen Dingen viel Sport sehen. Dankeschön ja. Und freue mich schon auf ein Danke hoffentlich auch für euch schönes Wochenende. Fürs Training, ja? Dankeschön. Vielen Dank. Servus TV on, die Video- und Streaming-Plattform.